eher unten als der Lift. Erst bin ich hochgeflogen wie sonst nicht was und auf einmal bin ich runtergeflogen und saß in der Welle. Wir sind fast aus dem Ding rausgefahren. Das habe ich aber schon oben gesehen, das ist irgendwie, ich denke so, Alter. Wir waren ganz schön hochgeflogen in der letzten Kurve. Ich bin auch ganz schön wieder runtergekracht. Wie ich auf den Sitz gekracht bin. Geiles Ding, ey. Und hier sollen 9 Leute mitfahren. Ja, ich will ein Boot mit 9 Leuten filmen, wenn das da runterkommt. Ey, das muss ja so stehen. Ey, du hast aber auch einen Satz gemacht. Ist es auf dem Video drauf? Nee, ich glaube, in dem Moment habe ich rübergeschwenkt. Ich hatte aber auch eine Aussicht von da oben. Ich sah auf einfach nur Mond. Ich sah nur, wie dieses braune Zeug hier reinfloss und ich dann immer so. Als ob sonst mein ganzer Arsch ist nass, ey. Das ist halt auch genau auf den Sitz laufen musst. Warum nicht nur in den Fußraum? Krasses Ding, aber du hast dich ja nicht so krass gedreht wie bei den zwei. Du hattest andere Probleme. Ja. Ich dich da jetzt auch noch gedreht. Vor allem, ich dachte so jetzt halt, ich will auch mal nach oben, aber dann kam die letzte Kurve. Und ich dachte schon so, ich habe schon damit abgeschlossen, dass ich oben bin. Weil da war schon das Auffangbecken und auf einmal so, wumm. Ja, aber hast du auch so, oder meine ich, dass du so rausgeknallt? Ah, ich glaube nicht. Ja, vielleicht hat unser Boot schon über die Kante geguckt. Da ist die Kurve. Mal, wie das da ist. Wir waren schon über der Kante. Oh, die machen aber auch einen Satz da. Das macht jedes Boot. So ein 9-Personen-Boot könnte lustig sein. Ja. Und hier können Kinder ab 3 mitfahren. Ich würde nie wieder Wasserbahn fahren. Nee, aber ey, was für eine Suppe, ne? Ja. Aber sonst ganz nett.